Ja, herzlich willkommen zu Buch 4, Teil 7. Heute geht es um die Sterne als Plasmaobjekt und dass diese Sterne auf dem Mond abzulesen sind. Und dann geht es auch noch um die Abbilder in den einzelnen Schichten, ne, dass der Mars im Jupiter enthalten ist und so weiter und so fort. Viel Vergnügen. Die Sterne des Himmels. Die Sterne, leuchtend und glänzend, sind sie individuelle Ionisationen der ätherischen Decke, die das innere ätherische Feld von den äußeren Gebieten trennt, jene, die sich bewegen wie Planeten in der Ferne. Diese glänzenden Himmelskörper entstehen durch die direkte Energie aus den Tiefen der Meere und den Energiepunkten der Erde, die von unten nach oben fließt, ähnlich wie beim Mond, jedoch auf einer höheren Stufe. In den Sternen spiegelt sich auch die Landkarte der Erde wider, wobei jeder Stern ein Punkt oder einer Region auf der Erde entspricht. Doch am Nachthimmel, inmitten der Sternenpracht, erhalten wir nicht die gesamte Erdenkarte, wie auf dem Mond, sondern nur einen Teil davon. Ein Stück der Geschichte, ein leuchtendes Mosaik. Dies geschieht, weil die Erfassung nicht so präzise ist. All diese leuchtenden Erscheinungen sind verschiedene Abdrücke des materiellen Feldes mit niedrigen Frequenzen unserer Erde, die an verschiedenen Orten im Äther und im inneren ätherischen Bereich empfangen werden. Auf dem Mond entfaltet sich der Himmel in seiner Gänze, wenn wir das Bild in Helligkeit und Kontrast verändern, und so entstehen Sternbilder und Konstellationen. Da der Mond ein Spiegelbild unserer Erde ist, finden wir eine Verbindung zwischen den Teilen der Welt und den Sternen dort oben. Jeder Energiepunkt, jede tiefe Meeresstätte wird als funkelnder Stern wiedergespiegelt. Die Größe korrespondiert mit der Stärke der kosmischen Strahlung, die dort oben wirkt. In jeder Nacht sehen wir einen Ausschnitt des unendlichen Himmels im Sternenmeer. Und je nach der Bewegung dieser Schicht im Verhältnis zur Sonne erblicken wir unterschiedliche Sternbilder zu verschiedensten Jahreszeiten. Ein faszinierendes, endloses Schauspiel im großen Universum. Plasmafelder und ihre Abbilder. Planeten. Die ätherischen Felder von Merkur und Venus hinterlassen ihre Spuren oben auf ihrem Feld und zeigen, was darunter liegt. Diese ätherischen plasmatischen Abdrücke sind kosmische Abbilder von Energie, sowohl von positiven als auch von negativen Feldern. Wir sehen, was über uns liegt, eine Decke von Feldern, die sich formen wie das Marsfeld. Das, was wir als Mars sehen, ist ein plasmatischer Abdruck von Merkur und Venus zusammen. Venus, die Schwester der Erde, wirkt ähnlich auf das Marsfeld ein, während Mars selbst durch die verschmelzenden Abdrücke von Merkur und Venus geprägt wird. Das Marsfeld ist auf besondere Weise in das Jupiterfeld integriert. Der rote Punkt im Inneren von Jupiter folgt einer bestimmten Route darin. Was wir als Jupiter sehen, ist ein plasmatischer Abdruck dessen, was unter dieser Decke liegt. Jupiter und seine Monde sind Teil des Saturnfeldes, das wiederum von dem gewaltigen Feld des Uranus umschlossen wird. Der Ring des Saturns ist der Abdruck seiner Monde, ähnlich einer Fotografie mit offener Blende. Der innere Bereich des Jupiter, doch eine Felddecke über ihm. Saturn, der beeindruckende Ringplanet, ist im größten Feld des Uranus eingeschlossen. Das, was wir als Uranus wahrnehmen, ist der plasmatische Abdruck auf der oberen Decke des Feldes. Eine Sammlung aller Felder, die hier eingeschlossen sind und darunter liegen. Wie im Kleinen so im Großen, wie da oben so hier unten, oder besser gesagt, wie hier unten so da oben, weil das da oben, das sind Spiegelbilder von hochenergetischen Punkten auf der Erde. Das heißt, ja, nehmen wir das Beispiel Sternbild Steinbock. Es ist zwar da oben zu sehen, aber letztendlich ist es eine Spiegelung von hochenergetischen Punkten auf der Erde. Das heißt, wenn ich wollte, könnte ich auf dem Sternbild Steinbock drauf herumtreten. Was für mich ja, eine ziemlich witzige Sache ist, aber macht Spaß, drüber nachzudenken. Ja, ich hoffe, ihr hattet viel Vergnügen und ich sehe euch beim nächsten Video. Bis bald.